Also, ich muss Birgit auch nochmal ein Kompliment machen, liebe Freunde. So liebevoll vorgelesene Versammlungsauflagen habe ich noch nie gehört. Und ich habe das Gefühl, die werden immer länger. Kann das sein? Und ich weiß nicht, ob ihr das euch auch so vorgestellt habt, aber als sie diese Ausführungen dann hier verlasen, habe ich gedacht, ob das bei den Linken, ob das bei den Chaoten, die für diese G20-Krawalle in Hamburg verantwortlich sind, ob das auch so durchexerziert wird, dass da vorne ein Versammlungsleiter steht, der solche Versammlungsauflagen vorliest. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und natürlich denke ich, oder dachte ich sofort auch an dieses Diktum von Lenin, der mal gesagt hat, und die meisten von euch kennen es, wenn die Deutschen im Rahmen einer Revolution einen Bahnhof besetzen wollen, dann lösen sie zuerst mal eine Bahnsteigkarte. Besser kann man es nicht ausdrücken. Ja, liebe Eisenacher, liebe Thüringer, liebe Patrioten von fern und nah, von nah und fern. Schön, dass Sie gekommen sind heute hier zur ersten Maikundgebung der AfD Thüringen nach Eisenach. Und es ist gut, dass wir heute in Eisenach sind, dass wir uns mal dieses Jahr von Erfurt verabschiedet haben. Denn wir können mit dieser Demonstration hier in Eisenach erstmal unsere Solidarität mit den Opelanern hier im Werk in Eisenach zeigen, mit allen Opelanern in Deutschland und natürlich europaweit. Wir stehen an der Seite der Opelaner und wir kämpfen diesen Kampf auch mit den Opelanern durch bis zum Schluss. Und das Zweite, was erwähnt werden kann, was auch dafür spricht, dass wir heute in Eisenach sind, das ist die Kundgebung des DGB, des Dachverbandes der Altgewerkschaften, die zeitgleich hier eine Kundgebung veranstalten. Das wussten wir gar nicht, als wir diese Kundgebung angemeldet haben. Das ist also Zufall, aber die Politik und die Geschichte hat ja manchmal merkwürdige Zufälle oder hält manchmal merkwürdige Zufälle bereit. Und deswegen ist es so gut und richtig, dass wir uns heute hier als AfD versammelt haben, um nämlich den Altgewerkschaften Schlafsand, der heute hier in Eisenach wieder verteilt und verstreut wird, etwas gegenzuhalten, was wir den AfD-Klartext nennen. Und das wollen wir hier und heute vom Rednerpult aus gemeinsam tun. Also nochmal herzlichen Dank, dass ihr da seid, dass ihr hier ein Zeichen setzt für die gerechte Sache. Wir demonstrieren heute wieder unter dem Slogan des letzten Jahres, sozial ohne rot zu werden. Und das ist ein richtiges und wichtiges Motto. Mit dem Thema soziale Gerechtigkeit, da kann man nämlich Wahlen gewinnen. Und das wissen die Altgewerkschaften und das wissen die Altparteien auch ganz genau. Und deswegen tragen sie dieses Thema soziale Gerechtigkeit und den Begriff sozial auch wie eine Monstranz vor sich her. Aber wir wissen das, immer mehr Menschen in Deutschland bemerken das auch. Aber es gibt noch einen großen Aufklärungsbedarf. Sie reden von sozialer Gerechtigkeit, sie reden von sozialer Politik, aber sie sind denen gegenüber, denen sie eigentlich vorrangig verpflichtet wären in ihrem Tun, nämlich dem deutschen Volk und den Deutschen, die sie gewählt haben, nicht sozial. Und sie leben denen gegenüber oder für diejenigen, die sie eigentlich Politik machen müssen, die soziale Gerechtigkeit eben nicht. Und das ist auch ein Grund dafür, dass die AfD so groß und stark geworden ist, wie sie derzeit schon ist, weil wir das Thema soziale Gerechtigkeit wirklich ernst nehmen und diese soziale Gerechtigkeit für unser Volk auch wieder verwirklichen wollen. Die alten Kräfte reden von sozialer Gerechtigkeit, von sozialer Politik. Sie tun das Gegenteil. Sie verteilen unser hart erarbeitetes Geld. Sie verteilen unseren hart erarbeiteten Wohlstand in alle Welt. Sie reißen die Grenzen nieder und laden Millionen Menschen in unser Land ein, die niemals einen Beitrag zu unserer Solidargemeinschaft geleistet haben. So zerstört man einen Sozialstaat. Liebe Freunde, einige Zahlen, die belegen, dass unser Geld in die Welt verteilt wird und dass unser Sozialsystem zur Plünderung freigegeben worden ist. Seit 2010 haben sich die Kindergeldzahlungen des deutschen Staates für ausländische Kinder, die auch noch im Ausland wohnen, verzehnfacht. Von damals 2010 35 Millionen Euro auf heute 350 Millionen Euro. Oi. Oi. Oi.
Und ein Beispiel dafür, dass unsere Sozialversicherungssysteme zur Plünderung freigegeben werden, ist die Entwicklung im Hartz-IV-System. 2011, liebe Freunde, lag der Ausländeranteil, und ich rede von denen, die keinen deutschen Pass hatten, die auch keinen Doppelpassinhaber waren, die also vielleicht irgendwie im Besitz eines deutschen Ausweisdokumentes waren, aber doch eine Loyalität zu einem anderen Land hatten und hier nur sich aufhalten, um vielleicht diesen Sozialstaat auch auszunutzen. 2011 lag also der wirkliche Ausländeranteil im Hartz-IV-System bei damals 19%. 2017 stieg er auf 31% und Anfang 2018 waren wir bei 33% Ausländeranteil im Hartz-IV-System. 2 Millionen Menschen in Deutschland, die keine Deutsche sind, haben zurzeit Anspruch auf Hartz-IV, haben Anspruch auf einen Beitrag aus unserem Solidarsystem, zu dem die meisten von ihnen niemals eingezahlt haben. Die Gesamtkosten für das Thema illegale Einwanderung hat das Institut der deutschen Wirtschaft vor kurzem nochmal beziffert. 50 Milliarden im Jahr, liebe Freunde, die wir aufzuwenden haben für eine Politik, die illegal ist, die gesetzeswidrig ist, ja, die als verfassungswidrig, wenn man den Artikel 16a des Grundgesetzes sich mal vor Augen führt, bezeichnet werden muss. Und wenn das so weitergeht, wenn die alten Kräfte, egal ob es die Altparteien oder die Altgewerkschaften sind, die sind ja alle in einem Boot sitzend, wenn die weiter unser Geld so in alle Welt verteilen und unser Sozialsystem weiter in den nächsten Jahren auch noch so zur Plünderung freigegeben wird, dann muss man kein Prophet sein, um zu prognostizieren, dass für den deutschen Arbeitslosen und für den deutschen Rentner dann immer weniger und am Ende gar nichts mehr bleibt, liebe Freunde. Diese Politik, und ich habe es schon öfter gesagt, ist unsozial. Sie ist unsozial, ja, sie ist sogar, und ich muss das stärkere Wort benutzen, sie ist asozial uns Deutschen gegenüber. Bravo! Aber das interessiert die Altparteien nicht, denn diese Altparteien träumen den Traum von der One World und diese Altparteien träumen den Traum von der Abschaffung Deutschlands. Nicht nur sie träumen diesen Traum von der One World und von der Abschaffung Deutschland, sondern auch die mit ihnen verbündeten Altgewerkschaften, die heute hier zeitgleich auch in Eisenach demonstrieren. Und deswegen, liebe Freunde, um dieses Verhalten und diese Träume, die diese Menschen träumen, die nicht im Interesse unseres Landes sind, auch zu demaskieren, öffentlich zu machen, war ich mit einigen Mitstreitern letzte Woche bei Opel hier in Eisenach vor dem Werkstor und wollte mich einer Gewerkschaftsdemonstration anschließen und bin dort mit Gewalt daran gehindert worden. Und deswegen, liebe Freunde, sind wir heute hier in Eisenach, um ein starkes Zeichen zu setzen, nicht nur mit den Opelanern, sondern mit allen Arbeitern und Arbeitnehmern und auch zurzeit arbeitslosen Menschen in Deutschland, die durch die Altparteienpolitik an der Nase herumgeführt werden. Ein starkes Zeichen der Solidarität unseres Volkes. Bravo. Und deswegen, und das kann ich auch schon mal ankündigen, mit Stolz und auch mit der deutlichen Kampfansage tue ich das hier und heute. Werden wir das Thema soziale Gerechtigkeit als AfD in Thüringen zur Chefsache erklären und werden es als Schwerpunktthema im Landtagswahlkampf 2019 immer und immer wieder transportieren. Wir stehen hier in Eisenach, wir stehen hier in einer Stadt mit einer großen Automobiltradition. Wir denken, und ihr erwähnt es schon, in den Tagen, die hinter uns liegen und auch in den Tagen, die noch vor uns liegen, oft an Opel. Opel, liebe Freunde, was für ein großes Stück deutsche Industriegeschichte. Was für ein großes Stück deutsche Industriegeschichte. Und ich will die Gelegenheit nutzen, einige Zahlen noch mal in Erinnerung zu rufen. Bereits 1862 begann damals Adam Opel, Nähmaschinen zu produzieren. Und ab 1911 stellte man die Produktion um auf Fahrräder und Kraftwagen. In den 20er Jahren war die Firma Opel der größte Fahrradhersteller weltweit.
Und in den 20er Jahren war Opel noch mehr. Opel war in den 20er Jahren der größte deutsche Automobilhersteller. Und Fritz von Opel wagte Ende der 20er Jahre den ersten Raketenflug. Und in einem Raketenauto stellte er 1928 einen Weltrekord auf mit 282 Stundenkilometer. Was für eine Pionierleistung, was für ein Wagemut, was für eine große Unternehmensgeschichte, in die der Ingenieurskunst und Facharbeiter Disziplin und Ethos vereint sind. Und dann die Zäsur 1929, die Weltwirtschaftskrise. Opel wird an ein amerikanisches Unternehmen verkauft. Ihr wisst es, es wird Besitz von GM, General Motors. Und jetzt, wo ich gerade die Weltwirtschaftskrise erwähne, sei mir eine Anmerkung gestattet. Meistens, liebe Freunde, sind es diejenigen, die an diesen Krisen, und die Weltwirtschaftskrise von 1929 war ja nur eine Krise, die von einem entfesselten Finanzkapitalismus herbeigeführt wurde und zu verantworten ist. Meistens sind es diejenigen, die an solchen Krisen profitieren und von solchen Krisen profitieren, die am wenigsten in der Lage sind, wahre Werte zu schaffen. Ja, und was dann mit Opel passiert, ist auch bekannt. GM verwehrt Opel den Marktzugang außerhalb Europas. Die Marktzugänge Opel sind also begrenzt. Das Unternehmen kann sich unter amerikanischer Ägide nicht entwickeln, wie es eigentlich sich entwickeln hätte können. GM saugt sogar, und auch das ist bekannt, die Innovation, das technische Know-how zielmäßig, planmäßig aus Opel heraus. Und dann wird dieses Unternehmen oder das, was davon übrig ist, von diesem großen Traditionsunternehmen, dieses ausgelaugte und ausgesaugte Traditionsunternehmen im letzten Jahr an PSA verkauft. Und wir als AfD hier in Thüringen, wir haben von Anfang an auf die Risiken dieser Übernahme hingewiesen und auch im Hinblick auf das, was heute leider traurige Realität ist, haben wir Aussagen getroffen, für die wir vor einem Jahr scharf angegriffen worden sind, von den Altgewerkschaften und von den Altparteien, liebe Freunde. Man hat uns Panikmache vorgeworfen, man hat uns Angstmache vorgeworfen. Aber nein, leider, leider, leider haben sich unsere Aussagen bewahrheitet. Wir wussten schon damals, die Opel-Übernahme durch PSA war rein strategisch motiviert. PSA wollte sich mit dieser Übernahme lediglich einen Kleinwagen-Konkurrenten vom Halse schaffen. Und PSA wollte sich zweitens mit der Übernahme der Marke Opel einfach einen neuen Marktzugang zulegen. Das waren die Motive von PSA für die Opel-Übernahme. Es ging dem französischen Konzern niemals um deutsche Standorte. Es ging dem französischen Konzern niemals um deutsche Arbeitsplätze. Und deswegen ist mir auch nicht bekannt, dass es irgendwo schriftliche Arbeitsplatzgarantien für deutsche Arbeitsplätze im Rahmen des Opel-Deals damals gegeben hätte. Und man muss sich hier auch klar machen, liebe Freunde, hier werden heute und damals, 2017, wurden nicht nur unternehmerische Entscheidungen gefällt, hier wird auch staatliche Industrie- und Wirtschaftspolitik gemacht. Denn bei PSA hat der französische Staat ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Und deutsche Politiker, die Interessen ihres Landes, wie es Normalität wäre für normale, vernünftige Politiker, auf ihrer politischen Agenda ganz oben haben. Das sind Politiker, die haben wir bereits, die gibt es in der AfD, nur leider sind sie noch nicht in Regierungsverantwortung. Die wissen, wie das Ganze einzubetten ist. Die wissen nämlich, dass die deutsche und die französische Wirtschaft so eng verzahnt sind wie noch niemals in der Geschichte beider Länder. Und die wissen auch, dass die meisten Investitionen, die nach Frankreich fließen, seit letztem Jahr nicht mehr aus den USA kommen, sondern aus Deutschland. Und sie wissen auch, dass Deutschland mit 13 Milliarden Euro immer noch der größte Nettozahler der EU ist und dass ohne uns Deutsche und ohne unsere deutsche Wirtschaftskraft in Europa, in EU-Europa und damit indirekt auch in Frankreich nichts bzw. sehr, sehr wenig läuft. Und das müsste man als verantwortungsbewusster deutscher Politiker dem Herrn Macron mal in aller Deutlichkeit sagen, liebe Freunde. Wir dürfen uns Opel nicht kaputt machen lassen. Und das habe ich in der gebotenen Deutlichkeit im letzten Plenum auch im Thüringer Landtag so angesprochen.
Und jetzt komme ich zum Thema Gewerkschaft nochmal zurück, das ich eingangs schon gestreift habe. Und der Ministerpräsident dieses Landes, Bodo Ramelow, hat mich in der Aktuellen Stunde zum Thema Opel in Eisenach dafür auch sehr hart angegriffen. Und was ihm besonders missfallen hat, das war, als wir letzte Woche vor dem Opel-Werkstor hier in Eisenach standen, meine Mitstreiter und ich, und die Alarmfahnen, die ihr heute auch schon wieder so schön hochhaltet, danke dafür, und die Alarmfahnen hochhielten und sie im Wind flattern ließen und damit auch eine Gegenfront aufgemacht haben zu den Altgewerkschaften, die ist nicht gut mit den deutschen Arbeitern und deutschen Arbeitnehmern, meine liebe Freunde. Das hat ihm sehr missfallen und er hat sogar Alarm erwähnt. Er kam nicht umhin, er ist ja ein sehr emotionaler und in manchen Situationen auch als jähzornig zu bezeichnender Mann. Das muss unser Schade nicht sein. Jedenfalls fühlte er sich provoziert. Und er tat das natürlich und er war auch deswegen provoziert, weil er natürlich als Gewerkschafter, er hat ja Jahrzehnte in den Gewerkschaften gearbeitet, er weiß von der Unzufriedenheit in den Betrieben. Er weiß, dass die Unzufriedenheit in deutschen Unternehmen beim deutschen Arbeiter und beim deutschen Arbeitnehmer steigt. Und immer mehr Arbeiter und Arbeitnehmer, liebe Freunde, wachen, Gott sei Dank muss man sagen, wachen auf und erkennen, dass die Altgewerkschaften genauso Fleisch vom Fleische sind wie die Altparteien und alle anderen, Gott sei Dank, gesellschaftlich immer irrelevanter werdenden Gruppen, die es nicht gut mit Deutschland und den deutschen Arbeitern und deutschen Arbeitnehmern meinen. Bravo! Und wir wissen, liebe Freunde, über die IG Metall, also die Gewerkschaft, die angeblich auch die Interessen der Opel-Arbeitnehmer und Arbeiter vertritt, sind Vertreter der MLPD. Das ist die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Und deren Fahne flatterte letzte Woche, als wir in Eisenach beim Opelwerk waren, auch einträchtig neben der Flagge der IG Metall und der Flagge der Linken, einträchtig im Wind. Marxistisch-leninistische Arbeiterpartei oder Partei Deutschlands. Wir wissen, dass MLPD-Funktionäre, wir wissen, dass DKP-Funktionäre und andere Funktionäre und Vertreter linker Gruppen bis zur Antifa in die höchste Kreise von Aufsichtsräten gelangt sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten und manche von ihnen sogar zu Personalvorständen aufsteigen konnten. Mit diesen oder mit dem deutschen Arbeiter und dem deutschen Arbeitnehmer haben diese linken Brüder aber nichts am Hut, das wissen wir. Diese linken Brüder, liebe Freunde, sie träumen den Weltstaat. Sie träumen die One World. Sie träumen den Weltstaat als Sozialstaat, der von uns Deutschen bezahlt werden soll. Aber diesen Traum, den träumen wir als AfD nicht. Ich will noch kurz an den Mann namens Klaus Volkert erinnern. Das war auch so ein Gewerkschaftsfunktionär. Und Klaus Volkert war Betriebsratsvorsitzender bei VW und war tief im VW-Korruptionsskandal eingebunden und tief im VW-Sumpf eingeschlossen und umschlossen. Und dieser Klaus Volkert, wie gesagt, ein Gewerkschaftsfunktionär, einer unter vielen. Ich erwähne nur dieses einzelne Beispiel, weil ich keine Zeit habe, hier weiter auszuführen. Ich könnte noch viele andere hier in den öffentlichen Raum stellen. Ja, für diesen Klaus Volkert, diesen Betriebsratschef von VW, da gab es Lustreisen nach Brasilien, es gab Managergehälter und es gab Autos. Und diese Altgewerkschaftsvertreter, die sind schon seit Jahrzehnten, genau wie die Entwicklung in diesem Parteienstaat, läuft das parallel auch in der Arbeits- und der Wirtschaftswelt ab. Diese Altgewerkschaftsvertreter sind schon seit Jahrzehnten mit den Arbeitgebern und den Konzernspitzen zu einer Pfründegemeinschaft zusammengewachsen. Und denen, die Teilhabe an dieser Pfründegemeinschaft haben, denen geht es vor allen Dingen um eins, liebe Freunde, es geht Ihnen vor allen Dingen darum, dass es für Sie so lange wie möglich so bleibt, wie es ist. Für uns geht es um was anderes. Für uns geht es um die Interessen der deutschen Arbeiter und für die Interessen der deutschen Arbeitnehmer. Das ist unser Ziel und das ist unser Einsatz. Die IG Metall. Und ich glaube, wir haben heute noch einen Überraschungsgast, der uns dazu auch noch einiges ausführen kann. Deswegen will ich hier auch enden, was das Thema Gewerkschaft und IG Metall angeht. Aber diese Bewertung sei mir am Ende dieses Bereichs oder für diesen Redebereich Gewerkschaft noch gestattet. Die IG Metall, und wir wissen das,
Und wir müssen das auch den Arbeitnehmern und Arbeitern in den Betrieben noch weiter klar machen. Wie gesagt, ein Großteil von ihnen ist ja schon aufgewacht und wird immer kritischer, Gott sei Dank. Die IG Metall ist in ihrer derzeitigen Besetzung, und ich rede nicht von dem einfachen Gewerkschaftsmitglied, das auch noch in die Irre geführt wird, das an der Nase herumgeführt wird und das von uns noch aufgeklärt werden muss. Die IG Metall ist in ihrer derzeitigen Besetzung, was die Funktionärselite angeht, nicht Teil einer Lösung. Nein, sie ist Teil eines Problems, und deswegen müssen wir die Opelaner aufklären, 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 und wir müssen sie von der IG Metall wegbringen und wir müssen sie zu Alarm hinbringen. Diesen notwendigen Prozess der Erneuerung wollen wir mit Alarm vorantreiben, und als Partei, als AfD wollen wir, und dafür steht besonders auch die AfD in Thüringen, wollen wir wirtschaftspolitische und wollen wir industriepolitische Visionen denken und irgendwann hoffentlich dann auch mal umsetzen. Liebe Freunde, das Verhalten von PSA und von der PSA-Führung zeigt uns einmal mehr, wie es nicht weitergehen darf in Deutschland, in Europa, ja weltweit. Die spanischen Opelaner, ich erinnere noch mal kurz an den Sachverhalt in Saragossa, die akzeptierten längere Arbeitszeiten ohne vollen Lohnausgleich, und sie stachen mit diesem Lohnverzicht eisernach aus im Produktions- und Produktivitätswettbewerb. Und dafür wird jetzt der Corsa, dieses große Erfolgsmodell, der bisher hier in Eisenach gebaut wurde, im neuen Modell dann ab Ende 2019 im spanischen Saragossa gebaut. Und ab 2020 wird dann auch der Mokka, der eigentlich hier für Opel Eisenach vorgesehen hat, in Spanien vom Band laufen. Und diese spanischen Zusagen, diesen spanischen Lohnverzicht, den wendet die PSA-Führung in skrupelloser Art und Weise jetzt gegen die Opelaner hier in Eisenach und gegen die Opelaner in Deutschland. Opel Deutschland, Opel Eisenach wird von PSA auf offener Bühne erpresst. Ich nenne das Ganze den Saragossa-Deal. Ja, man spielt europäische Arbeitnehmerinteressen gegeneinander aus. Aber wir sagen von der AfD, dieser Saragossa-Deal, der darf keine Schule machen. Und die Politik muss auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass künftig große Standorte, einzelne Standorte großer Konzerne innerhalb Europas nicht länger gegeneinander ausgespielt werden. Und das ist auch noch wichtig, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, liebe Freunde. Wir müssen weg von der reinen Renditehörigkeit. Wir müssen davon weg. Wir müssen zu gerechteren Einkommen kommen. Und wir müssen zu einer menschlicheren Unternehmenskultur gelangen. Ja, und jetzt fragen sich einige von euch sicherlich, ja, wie sollen wir das denn anfangen? Wie sollen wir das denn machen? Und dann sage ich, wir müssen erstmal schauen, wo wir Deutschen wirtschaftspolitisch und industriepolitisch in den letzten Jahrzehnten falsch abgebogen sind. Wir müssen in unsere Vergangenheit schauen, um zu erkennen, was der richtige Weg ist für die Zukunft sein könnte, industriepolitisch und wirtschaftspolitisch. Und ich erinnere an die 60er, 70er, 80er Jahre. Ich erinnere an die alte Bundesrepublik. Ich spreche jetzt nicht von der DDR, sondern ich spreche von der alten Bundesrepublik. Und klar ist auch, dass der Betonsozialismus keine Lösung für die Zukunft darstellt. Aber ich denke an die alte Bundesrepublik und ich denke an etwas, das es damals noch fast überall gab. Es gab damals noch den Facharbeiter. Den gab es damals noch, den findet man heute und trifft man heute in Betrieben immer seltener. Dieser Facharbeiter war ein sehr gut ausgebildeter Arbeiter. Er dachte mit, er sah die Arbeit, er wusste, wo er Hand anlegen musste. Er war flexibel einsetzbar, er hatte eine hohe Bildung und er hatte eine hohe Bindung zum Unternehmen. Und das Unternehmen hatte eine hohe Bindung zu seinen Facharbeitern. Das war eine Win-Win-Situation, liebe Freunde. Und dieser deutsche Facharbeiter der alten Bundesrepublik, der verdiente so viel, dass er sich eine Familie leisten konnte.
ohne dass die Frau, wenn sie denn nicht wollte, mitarbeiten musste. Und er konnte sich nicht nur eine Familie mit Kindern leisten, er konnte sich auch noch ein kleines Häuschen leisten und er konnte sich auch noch ein Auto leisten und er konnte sich sogar auch noch einmal im Jahr eine Urlaubsreise leisten. Ja, das war die alte Bundesrepublik. Das gab es tatsächlich. Das ist heute kaum vorstellbar. Liebe Freunde, das war die Zeit der sogenannten Deutschland AG. Das war die Zeit der sogenannten Deutschland AG. Und diese Deutschland AG, die bestand aus engen finanziellen Anteilsverflechtungen von Banken, von Versicherungen und von Industrieunternehmen. Und wenn man es so will, war diese Deutschland AG ein Kartell. Ein Kartell. Ein Kartell, liebe Freunde, das eine gesamtwirtschaftliche und eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung trug. Nach dem Motto, leben und leben lassen. Ein Kartell, das keineswegs die damals schon hohe Produktivität und hohe Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gefährdete. Im Gegenteil, durch die Arbeitszufriedenheit, durch die Solidarität im Betrieb, durch die Identifikation des Arbeitnehmers mit seinem Betrieb war die Innovationsfähigkeit und das technologische Know-how in Deutschland damals schon Weltklasse. Aber ein Kartell, liebe Freunde, und das ist das Gute an diesem Kartell gewesen, durch seine Verzahnung, das unerwünschte Übernahmen und Einflussmöglichkeiten von außen ablockte. Kartell, liebe Freunde, ist anders, als das heute in den Medien oft dargestellt wird, nichts Negatives. Kartell, wirtschafts- und industriepolitisch gedacht und ein Blick in die alte Bundesrepublik, das war etwas Positives und das war etwas Erhaltenswertes, das dann zerstört worden ist. Und wenn wir an eine Neuausrichtung der Wirtschaft und Industriepolitik in Deutschland denken, in Europa denken, ja sogar weltweit denken, dann dürfen wir und müssen wir und sollten wir den Begriff eines guten Kartells nicht nur im Kopf mit uns mitführen, sondern sollten ihn zu allen Gelegenheiten auch aussprechen. Und das tun wir als AfD, als Kraft mit politischen Visionen. Ja, dieses Kartell der alten Bundesrepublik, diese Deutschland AG, war tatsächlich eine Verantwortungsgemeinschaft, eine gesamtgesellschaftliche, gesamtwirtschaftliche Verantwortungsgemeinschaft. Aber dieses Kartell, liebe Freunde, war den Neoliberalen ein Dorn im Auge, besonders den New Yorker Investmentbankern. Denn die witterten Milliardengewinne, wenn sie denn diese Deutschland AG erstürmen könnten. Und das gelang ihnen. Man setzte ein mit einer langjährigen Wühlarbeit, um das gesellschaftliche Klima in Deutschland zu verändern, die Entscheidungsträger unter Druck zu setzen, vielleicht sogar zu korrumpieren. Und man schleifte letztlich die Deutschland AG. Und wer dann letztlich dieser Deutschland AG den Todesstoß versetzte, und das sei am Ende noch erwähnt, und einige von euch können sich daran erinnern, das war die damalige rot-grüne Bundesregierung unter Altkanzler Schröder. Denn diese rot-grüne Bundesregierung stellte die Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen steuerfrei. Und die deutschen Banken und Versicherungen, die bis daher die größten Anteilseigner an den deutschen Industrieunternehmen waren, die trennten sich jetzt von ihren Anteilen, um Gewinne einzustreichen. Und nach der neoliberalen Gewinnmaximierungsprämisse die Gewinne entsprechend zu steigern. Und so gaben die deutschen Großbanken, die deutschen Versicherungen und auch die große Industrie die gegenseitige Kontrolle aus den Händen. Und an ihre Hände, an ihre Stelle, liebe Freunde, traten dann internationale Investmentfonds, internationale Großinvestoren, die wir als Heuschrecken bezeichnen und die nur kurzfristigen Gewinnerzielungsabsichten dienen, aber niemals eine gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Verantwortung in sich tragen. Sie kennen nur ein Ziel, Rendite, Rendite, Rendite. Und das war die Zeit, in der der Shareholder-Value-Ansatz, also die Renditemaximierung, den guten alten Stakeholder-Value-Ansatz, der versuchte, einen Ausgleich zwischen den Ansprüchen der verschiedenen Statusgruppen in der Wirtschaft zu leisten, beerbte und sich durchsetzte. Liebe Freunde, am Ende sei betont, und das ist mir wichtig, weil ihr alle wisst, ich bin einer, der landespolitisch sehr aktiv ist, der aber immer auch die großen Themen anspricht und die großen Visionen auch in die Öffentlichkeit trägt. Am Ende sei betont,
der Siegeszug des angelsächsischen Finanzkapitalismus. Und von dem habe ich gerade gesprochen. Und von dem habe ich Beispiel abgelegt. Der Siegeszug des angelsächsischen Finanzkapitalismus, der hat die Welt nicht menschlicher gemacht. Im Gegenteil, liebe Freunde, im Gegenteil. Heute ist es so, dass der Mensch dem Geld dient, aber eigentlich müsste das Geld dem Menschen dienen. Und deswegen, liebe Freunde, sagen wir als AfD Ja zum solidarischen Patriotismus. Wir sagen Ja zu einer patriotischen Wirtschaftspolitik und wir sagen Ja zu einer neuen solidarischen Marktwirtschaft. Dieses Thema ist ein großes Zukunftsthema. Wir werden es, wie ich das eingangs schon betonte, auch in den Landtagswahlkampf hier in Thüringen 2019 an- und einspeisen. Lasst uns gemeinsam die AfD als Partei der Vision voranbringen. Lasst uns gemeinsam die AfD als Partei der Vision noch stärker und noch größer machen. Lasst uns gemeinsam Visionen denken, innerhalb und auch außerhalb der Partei. Lasst uns dafür kämpfen, dass die Zukunft unserer Kinder nicht nur hier in Thüringen, nicht nur hier in Deutschland, sondern europaweit und weltweit ein Stück menschlicher wird. Ich danke euch.